ist natürlich jetzt toll, wenn man mal alles zusammenhört. Also wir haben ja die jetzt auch unsere Streicher dabei, die Bläser, unsere ganze Band. Es kommt alles zusammen, woran man so lange gearbeitet hat. Und es ist natürlich schon was anderes hier. Die Percussion ist natürlich irgendwie viel größer als und lauter. Und der Mix muss erstmal gemacht werden, aber man spürt schon irgendwie die Energie. Yo! Stürmt man ein Kind, an die 8000 Mal ertönt ein grauen Bullerschrei. 8000 Mal am Tag und jedes zweite stirbt dabei. Und auch heute kommt die Lebenslust, das unbeschwerte Glück für 8000 Seelen nie zurück. Die Botschaft in diesem Musical ist eigentlich mehr als eine Botschaft, und das ist das Interessante. Es ist in jedem Fall eine Überraschung, wie viele Themen hier enthalten sind. Es geht um Migration, um Toleranz. Es geht um die Stärke einer Frau, die sich durchsetzt, einer Männerwelt, die in den 80ern und 90ern natürlich noch viel patriarchalischer war als heute. Es ist also ein Füllhorn an Themen, die eine Figur wie dieses junge somalische Mädchen auslöst, indem sie die Kultur wechselt. Und das sorgt ja immer dafür, dass auch die Menschen, die sich in einer Kultur fest befinden, auch gespiegelt sehen. Man will auch Sachen verbessern natürlich. Man hört was und sagt, ach, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Oder hier könnte man noch was machen, das klingt ja toll. Und solche Sachen, dafür sind die Proben da, dass man ein Gefühl dafür kriegt. Wie klingt es denn wirklich? Ist es das, was man im Kopf hatte, oder ist es sogar noch besser? Okay.